Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ich weiß, Weihnachten ist schon vorbei, aber nächstes Jahr gibt es doch auch noch Weihnachten und dann kann man doch auch schon ein bisschen Weihnachtsfashion haben. Aber ich habe nicht nur Weihnachtsfashion, ich habe vor allem Winterfashion. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir so einen kleinen Fashion-Haul dir jetzt mal reinzuziehen hier, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Genau, denn ich durfte mir ein bisschen was bei Shein aussuchen unter dem Thema Weihnachts-, Winter-, Wonderland-, Cozy-Fashion, sowas halt. Ja, da habe ich einen kleinen Rundumschlag gemacht, um das mal so zu sagen. Ihr seht die Kleiderstange hinter mir. Die werden wir jetzt mal zusammen anprobieren. Ein Teil habe ich schon an und zwar dieses Teil. Den Winterpulli, den ich extrem cool auf der Homepage fand. Achso, alles kommt übrigens verpackt in diesen scharfen Tüten. Die sind 1A weiterverwendbar, weil das sind so Zipbeutel. Wenn wir irgendwann mal verreisen und Schmutzwäsche haben oder im Sommer, wenn man nasse Bikinis oder sowas hat, ne, kann man das einfach reinmachen und dann in die Taschen mit reinschmeißen. Finde ich super praktisch, um ehrlich zu sein. Genau, so. Yeah. Ich habe auch einen Code, claudiswelt15. Bevor ich das wieder vergesse, damit sparst du bis zu 15% auf der Homepage. Genau, ich packe aber alles auch unten in die Infobox, inklusive Links zu den Produkten. Ne? Wir starten jetzt aber mit diesem Winter Wonderland Pulli. Und ich liebe diese roten Weihnachtspullis mit diesem Norweger Muster. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Genau, ja, habe ich, also ich habe weitestgehend die Produkte, glaube ich, in der Größe M. Das hier müsste jetzt auch M sein. Und ja, dann gucken wir uns jetzt mal in komplett an. Ja. So schaut er dann quasi angezogen aus und er ist relativ locker, was ich aber gut finde bei einem Weihnachtspullover. Ich finde den auch von der Länge her richtig toll. Man kann sich darunter jetzt, wie ich hier, ne, einfach einen Rock anziehen und dann eine Leggings. Ganz ehrlich, wenn ich zu Hause bin, dann gibt es diesen Rock nicht. Dann gibt es nur den Pulli, die Leggings und mich. Genau, deswegen. Aber das ist jetzt einfach nur, damit man jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit auf meinen Hintern gucken kann. Genau, zu dem Rock kommen wir gleich. Scharfer Pulli, oder? Also ich mag den richtig gerne. Er ist natürlich, ne, es ist sehr viel Polyester drin. Das ist aber so ein typischer Weihnachtspulli, wie man die halt so kennt, Leute. Ne? Da brauchen wir nicht viel zu sagen. Mag ich aber gerne sowas, gerade wenn es halt kältere Tage sind. Ich mag das Muster da drauf, die Rentiere, den Weihnachtsbaum. Dieses Karo-Muster, diese Punkte, die aussehen wie Schnee und so. Ich mag's. Und jetzt kommen wir mal kurz zu dem Rock, den ich anhabe. Ja, das ist ein Rock, den kann man sowohl im Winter, als auch im Sommer, als auch im Frühling, als auch im Herbst tragen. Jedenfalls, wenn es nach mir gehen würde. Ich trage sowas halt auch ganzjährig. Ne? Das ist halt einfach so ein Walle-Walle-Pünktchenrock mit Gummizug. Finde ich super entspannt, super cool. Und ja, ne? Der ist halt so wallemäßig, hat hier nur eine Schicht, aber das finde ich nicht schlimm. Das ist dann halt auch super für den Sommer geeignet. Und der eignet sich natürlich auch besser zum Kombinieren mit etwas leichteren Oberteilen als mit diesem Pullover. Man kann es aber so auch tragen, finde ich. Ne? Dazu Stiefel hätte ich kein Problem mit. Würde ich rausgehen, hätte ich keine Last mit. Ja, genau. Und jetzt kommen wir mal zu einem etwas leichteren Oberteil. Und zwar zu diesem Oberteil, mit dem ich mich gleich etwas halbnackt fühlen werde. Warum das so ist? Weil es hinten durchsichtig ist und die Arme sind auch durchsichtig. Das Einzige, wo was abgedeckt wird, ist der vordere Brustbereich. Okay, ja, es ist so, sind so Pünktchen, es sind Puffärmelchen. Ich muss gucken, wie ich das hinkriege hier mit diesem Gummizug hier unten. Ne? Da bin ich ja immer etwas schwierig unterwegs, weil meine Arme sind halt jetzt nicht unbedingt genormt. Ne? Also ich habe recht, ja... Ich habe einen höheren Armumfang als die Norm, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Weil ich merke, dass bei vielen Oberteilen, die halt so ein Bündchen haben, dass ich da halt Probleme mit habe. Und auch bei Armbändern zum Beispiel. Ne, da habe ich auch immer relativ große Größen. Ich glaube, mein Armumfang ist größer als der von meinem Freund oder von sonst irgendwem aus der Clique. Das ist echt Wahnsinn. So, dieses Oberteil hat mich sehr an etwas erinnert, was ich in meiner Jugend getragen habe. Das ist nämlich so eine Raff-Optik. Ich weiß nicht, wem von euch das auch was sagt. Ich bin ein Kind der 90er und dementsprechend sagt mir das sehr viel. Ich finde das wunderschön und ich möchte es angezogen sehen. Holla die Waldfee. Ja, ich fühle mich gerade wirklich sehr nackt, um ehrlich zu sein. Denn hier ist der einzige Teil, der ja verdeckt wird. Das haben wir eben schon besprochen und das ist hier auch jetzt vollkommen sichtbar. Dazu kommt halt, dass es halt auch echt bauchfrei ist, ne? Also, wie hoch soll ich einen Rock ziehen? So ja wohl nicht, oder?
Schiete. Ich glaube aber, das muss wirklich bauchfrei. Ich glaube, das ist ein bewusst bauchfreies Oberteil. Sprich etwas, was ich nur ausschließlich in meiner Freizeit tragen werde. Also das steht mir, keine Frage. Ne? Ich finde das ziemlich hübsch und ich denke auch, dass ihr das in dem ein oder anderen Video sehen werdet, weil ich das halt echt niedlich finde. Und wenn man das halt so frontal sieht, wie man das, ne, ihr werdet das ja immer so frontal sehen, ist es hübsch, definitiv. Ich werde es auch vielleicht mal, wenn ich auf eine Party gehe, wenn ich ausgehe, wenn ich, keine Ahnung, wenn wir einen Grillabend mit Freunden haben oder sowas, wenn die Lichter hier mal hell stellen würden, werde ich das safe tragen. Aber Leute, hallo? Da ist ja nix, ne? Es ist ja durchsichtig hier hinten. Das ist ja Wahnsinn. Also mit einem nudefarbenen BH, jetzt so für euch oder ne, wie auch immer, würde ich mich so auf jeden Fall zeigen. Vor meinen Kollegen würde ich mich auch so zeigen, aber ich würde mich nicht so, nö, wo, so würde ich nicht ins Büro gehen. Nö, da würde ich mich einfach zu nackelig fühlen. Und ansonsten ist es ein wunderschönes Blusenteil, ein wunderschönes Oberteil. Das ist jetzt in der Größe M. Da sind die Arme auch in Ordnung. Das passt mir auch von der Länge her. Diese Bündchen sind übrigens gar nicht so schlimm, aber diese Bündchen hier oben, die gehen mir mega auf den Keks. Ich denke, die muss ich bewusst ausleiern oder sonst irgendwas, weil die doch relativ eng sind. Also das ist nicht ganz so meiner Armdicke entsprechend, sage ich mal. Aber es ist hübsch, ne? Hübsch ist es. Ja. Nachdem ich mich jetzt wirklich mal ein bisschen nackig vor euch gefühlt habe, möchte ich mich jetzt etwas... Ne, das sieht echt schick aus, Leute. Das sieht wirklich gut aus. Und wenn ich so sitze und was erzähle und keine Ahnung, ihr würdet auch sagen, Mensch, Claudi, was hast du für ein cooles Oberteil an? Dann würde ich aber sagen, Leute, das ist aber von hinten durchsichtig und von vorne ist es halt nackt. Ne? Only so to say. Man muss es bedenken. Ich finde es auch schön. Für Fotos und so voll schön. Aber fürs reale Leben schwierig, ne? Das hast du oft mit Mode. Egal. Jetzt möchte ich mich auf jeden Fall etwas angezogener fühlen. Und da habe ich hier ein Kleidchen, was tatsächlich auch eher so ein Winter-Weihnachtskleidchen ist. Das hätte ich mir Heiligabend auch ganz gut vorstellen können. Aber das sieht so aus, als würde ich mich damit deutlich angezogener fühlen, oder? Ja, ja. Definitiv. Diese Blobbles, die hier drauf sind, die sind genietet. Sieht man das? Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, weil ich bin ja selber keine Näherin. Hier ist ein Faden, der ist aber einfach nur lose dabei. Ich glaube, dass ich das auf jeden Fall nur per Handwäsche waschen kann. Alles andere kann ich mir bei diesen Nietenviechern hier nicht vorstellen. Ich finde es schön, dass es hier so abgetrennt ist. Ich bin gespannt, wie es gleich aussieht. Das ist nämlich die Größe M, glaube ich, ja. Sieht aber irgendwie größer aus, als ich dachte, um ehrlich zu sein. Dann könnte aber die Armlänge trotzdem passen. Da bin ich gespannt. Vom Stoff her, von Weitem sieht es aus wie Samt, von Nahem. Und wenn man es fühlt, es ist, ja, es ist schon weich, aber es ist jetzt nicht so ein typischer Niki-Stoff oder sowas, ne? Ja, hat hinten einen Reißverschluss, was ich sehr begrüße. Wir haben hier Fussel von den Wollpullovern, das ist nicht schlimm, das kommt vor. Und ich würde sagen, wenn ich diesen Fussel entfernt habe, ich hüpfe da mal eben rein. Naja, also so sieht es angezogen aus. Ich weiß nicht. Nein, oder? Dieser Bund müsste tiefer sitzen, weil so sieht das echt aus, als hätte ich hier einen blinden Passagier mit dabei, um ganz ehrlich zu sein. Das hier gefällt mir von der Optik her, das sieht schön aus. Die Arme sind mir persönlich leider zu kurz. Der Stoff fühlt sich so an, als würde er auf Dauer sehr, sehr warm werden, was zur kalten Jahreszeit her ganz schön ist, aber ich weiß nicht. Die Länge gefällt mir tatsächlich, also das ist schön. Ja, eigentlich, ja, irgendwie schön, aber falsch genäht, meiner Meinung nach. Größe M, längere Ärmel, tieferer Bund, weil, guck dir das an. Das sieht so ein bisschen Babydoll-mäßig aus, ne? Das muss ja auch nicht unbedingt sein. Nee, also das ist tatsächlich nicht so unbedingt mein favorisierter Kleidungsstil, um ehrlich zu sein. Nee. Ich glaube, dass da eher diese Kombi meins sein wird. Hier haben wir auch wieder dieses Muster mit diesen aufgedingsten Perlen, was ich echt schön finde, wie man ja offensichtlich sieht. Und hier scheint auch der Hüftbund etwas tiefer zu sein. Also ich denke, dass das hier etwas figurbetonter ist. Auch die Ärmel sehen hier länger aus und es sieht einfach alles irgendwie viel gemütlicher aus. Und hier habe ich dann mir einen Rock dazu ausgesucht, wobei ich hier eigentlich gedacht habe, dass er ja, das Muster nicht aufgedruckt hätte, sondern dass er vielleicht so gewebt wäre. Aber nein. Ich ziehe es mal eben in Kombi an. Ja. Das ist tatsächlich schon mehr meins. So fühle ich mich auf jeden Fall
doch deutlich angezogener, wohler und alltagstauglicher. Also so würde ich auch ins Büro gehen. Das Oberteil habe ich in der Größe M, den Rock in der Größe L. Hier habe ich auch mal endlich eine angenehme Armlänge. Wahnsinn. Ich mag dieses, dass man hier oben diese Puffärmel hat und hier halt dieses etwas engere. Ich mag den Schnitt, das sieht echt schön aus und das kann man halt super kombinieren eben zu so einem Rock. Ne? Das, wenn man das möchte, kann man das machen. Oder man kann es halt zu einer Hose kombinieren, weil es ja diese Babydoll-Optik hier hat. Ne? Und hier ist tatsächlich auch dieses Taillenteil genau da, wo es hingehört. Und es macht halt, man sieht es halt voll extrem. Ne? Es macht eine ganz, ganz andere Figur, als es eben das Kleid gemacht hat. Obwohl das doch einen ähnlichen Effekt hervorrufen sollte. Hier haben wir auch wieder einen sehr wärmenden Pullover, was ich auch schön finde. Also ich mag den richtig gerne, den kann ich mir super im Büro vorstellen. Ich finde, dass der hier einen sehr interessanten Ausschnitt hat. Hierzu kann ich mir auch eine schöne Kette vorstellen. Und das ist eins meiner liebsten Winterteile diesen Winter. Zu dem Rock muss ich ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Das ist ein Rock, ne? Von der Länge her finde ich den in Ordnung. Den kann ich auf der Arbeit tragen, den kann ich in der Freizeit tragen. L passt mir halt einfach auch ein bisschen besser, ne? Weil ich habe halt, ja, normale Hüften irgendwo, ne? Und genau, das Einzige, was mich halt hier stört, er sieht halt echt günstig aus. Seien wir mal ehrlich, ne? Boah, ich werde ihn tragen. Ist okay. Lang genug, dass wir so viel anhatten. Jetzt möchte ich mal wieder in irgendwas schlüpfen, wo ich nicht so viel anhabe. Nein, das hier ist ein T-Shirt, was ich gesehen habe, oder so eine T-Shirt-Bluse, die ich super schön fand an dem Model, die das getragen hat. Sieht sehr, sehr interessant aus. Ich mag dieses Pastellrosa total. Es scheint auch schön lang zu sein. Also da müssen wir mal gucken. Das möchte ich gerne mit dem Rock anziehen, den ich jetzt schon anhabe. Hier oben halt ein sehr interessanter Herzausschnitt, den ich gerne mag. Und ach, das mag ich auch gerne leiden. Das wird jetzt angezogen. Okay, das ist ein schönes T-Shirt. Also das muss ich wirklich sagen. Das gefällt mir auch. Also mir gefällt das wirklich, wirklich gut. Ich fühle mich auch nicht nackig damit. Nö, das ist voll angezogen, ne? Dieser Ausschnitt ist auch nicht zu tief, was ich echt begrüße, weil so oft habe ich bei solchen Oberteilen, dass mir diese Ausschnitte irgendwie hier unten hängen, ne? Und dann siehst du halt immer, wenn du halt keinen Bandeau-BH oder sowas anhast, immer hier oben diese Viecher, die Cups halt. Und das tust du hier nicht, weil der angemessen hoch sitzt. Der verdeckt alles, was er verdecken soll, der Ausschnitt, und sieht aber gleichzeitig super, super schön aus. Mir gefällt auch dieses Design, ne, auch hinten richtig gut. Da habe ich jetzt so keine Last mit, dass man irgendwo den BH sehen würde oder so. Das finde ich geil. Das ist echt ein schönes Teil für Frühjahr, wenn so langsam, ne, wenn wieder alles anfängt zu blühen und alles wieder... Weiß ich nicht, wenn ich vielleicht auch ein bisschen brauner werde in meinem Leben, ich weiß es nicht. Es gefällt mir. Auch von der Qualität her gefällt mir das Oberteil. Ne? Ich hatte erst ein bisschen Bedenken, dass das vielleicht ein bisschen zu fisselig ist oder so, dass es mir zu dünn ist. Aber so finde ich das extrem schön. Ich mag diese Details auf diesem Meshstoff oder wie das heißt. Und diese engelhaftigen Ärmelchen mag ich auch gerne leiden. Das sieht echt schön aus. Ne? Und ob man das jetzt so kombiniert mit einem Rock oder mit einer Jeans oder so, ist relativ Pelle. Aber so sieht es auf jeden Fall gut aus. Es ist auch lang genug. So jung kommen wir nicht normal zusammen, ne? Ihr seht, das ist echt lang, ne? Auch wenn ich die Arme hochhebe, es bleibt unten. Es ist halt wirklich auf Höhe, wie es hingehört. Und das gefällt mir. Das finde ich echt klasse. Mensch, das ist ja was. Das mag ich leiden. Frühlingshaft angehaucht möchte ich mit diesem Body einmal weiterfahren. Weiterfahren? Nennt man das so? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall so ein Ding, was man halt zwischen den Beinen zumachen kann mit Druckknöpfen. Den Ausschnitt fand ich halt interessant. Den habe ich jetzt hier in der Größe M. Den T-Shirt. Ich mag ehrlich gesagt den Schnitt total gerne. Und da wollte ich jetzt mal gucken, ob mir das so steht. Und ja, ich mag sowas, ne? Das ist mit Blumis drauf, mit Rosen. Und das ziehen wir jetzt mal an. Oh ja, das kann was, oder? Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr angenehm und sehr hübsch, sehr niedlich. Natürlich, du spürst, dass es Polyester und Spandex als Mischung ist. 94% Polyester und 6% Spandex, habe ich, glaube ich, gerade gelesen. Aber es sitzt super, super angenehm. Ich mag diesen Ausschnitt, wie gesagt, ne? Diese eckigen. Übrigens, hinter euch knattern die Jalousien, denn draußen windet es es. Fuck, richtig krass. Naja, mir gefällt auch, dass diese Ärmel so sind, wie sie sind.
ist ein bisschen ist es kurz, ja, tatsächlich. Ich bin ja auch nicht klein, ich bin 1,73. Aber ich mag das gerne leiden. Also das ist tatsächlich auch ein schönes Top-T-Shirt-Gedönsen. Und bei solchen Oberteilen oder bei solchen Dingen muss man halt immer aufpassen. Dadurch, dass die halt ja Body sind, gehen die ja so. Das sieht aus, Leute. Und wenn du da irgendwie was drüber ziehst, irgendeine Hose oder sowas, die halt zu eng ist oder irgendein Rock, dann hast du natürlich diese Fake-Slip-Linien, die dann natürlich nochmal verstärkt sind. Das heißt, da am besten sowas wie hier, so einen etwas luftigeren Rock drüber ziehen und dann sieht das auf jeden Fall cool aus. Doch, das mag ich gerne leiden. Jetzt möchte ich diese beiden Teile anziehen. genau, nachdem wir jetzt hier so mädchenhaft ausgesehen haben, möchte ich jetzt wieder etwas erwachsener aussehen. Und zwar habe ich hier einmal ein ganz, ganz langes Kleid. Ich hatte online nicht gesehen, dass es so lang ist. Es ist schwarz offensichtlich. Aber die Ärmel sind so durchsichtig. Das werden wir auch gleich sehen. Hier oben ist das so mit so einem Kragen. Das finde ich auch ganz interessant. Da wollte ich halt echt mal gucken, ob mir sowas steht. Ne? Hier oben ist es auch durchsichtig. Dann haben wir hier auch gerade geschnitten, die ganze Geschichte. Das sieht schon sehr schön aus. Hier ist es auch noch tailliert. Jedenfalls sieht es so aus. Mal gucken. Und wie gesagt, echt lang. Also, puh, das ist ja schon ziemlich aufregend. Und dazu möchte ich einfach mal einen Mantel kombinieren. Das ist eigentlich eher so ein, ja, Herbstmantel, würde ich sagen. Jetzt so von der Farbe her. Es ist so Camel-mäßig, so braun, kackbraun, glaube ich. Ja, hier hatte ich tatsächlich auch gedacht, dass er irgendwie nicht so ist, wie er ist. Ne? Der ist schon sehr... sehr dünn vom Stoff her. Ich weiß nicht, kann ich da durchgucken? Nee, durchgucken kann ich nicht. Du hast ja auch noch ein Innenfutter, aber es ist halt super dünner Stoff, ne? Weiß ich nicht. Also die Jacken von Shein, ich weiß nicht, ob das was ist, ne? Hatte ich letztes Mal ja auch nicht so Glück mit. Die habe ich mir jetzt in der Größe 38-M bestellt. Die ist auch schön lang. Die Jacke-Mantel-Ding. Bin auf die Armlänge auch gespannt. Und das Kleid habe ich mir in der Größe M bestellt. Und da hüpfen wir doch mal rein. Man mag es kaum glauben, aber ich fühle mich irgendwie so ein bisschen eingeengt gerade. Also der Mantel, der geht ja noch. Also der ist auch, ne, der ist wirklich schön. Tatsächlich, doch, ja. Herbstmantel, läuft. Man sieht ihm aber an, dass er günstig ist. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie ein Teil, wo man sagt, ach guck, da hat sie aber, weiß Gott, wie viel für ausgegeben. Ehrlich nicht, ne. Nee, das ist tatsächlich, finde ich schade. Ne? Wenn man Produkten das halt so direkt ansieht, das ist halt sehr, sehr... Es hört sich auch so an, ich weiß nicht, man hört es halt irgendwie, finde ich. Ne? Ist jetzt nicht so mein favorisiertes Teil, um ehrlich zu sein. Nee, weiß ich nicht. Was meint ihr? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Aber ultimativ umhauen tut mich dieser Mantel nicht. Auch wenn er tatsächlich von der Armlänge her vollkommen in Ordnung ist. Von der Länge an sich her knielang, exakt knielang bei mir. Ja, aber... Wie gesagt, haut mich halt nicht um. Hierzu vielleicht noch einen Gürtel kombiniert oder so, um das Ganze ein bisschen aufzuwerten. Ich weiß es nicht. Naja, aber das, was mich eigentlich am meisten so ein bisschen irritiert an meinem Outfit, ist das, was sich unter dem Mantel verbirgt, Leute. Ich fühle mich wie meine eigene böse Stiefmutter. Ich weiß nicht, ihr habt ja wahrscheinlich auch die Disney Evil Queens Collection mitgekriegt. Ich finde, ich sehe aus wie eine böse Stiefmutter, weil das so streng aussieht, oder? Hier mit dem Kragen und ich meine, das sitzt hier alles wundervoll, aber ja, das ist einfach auch viel zu lang. Das ist so, das ist viel zu lang. Ich denke, dass ich mir das kürzen lassen werde, wobei das Kürzen wahrscheinlich genauso viel kosten wird, wie das Teil kostet so, ne? Weil das an sich hier oben schön aussieht. Eigentlich, ne? Eigentlich sieht es schön aus. Eigentlich fühle ich mich auch wohl damit. Aber wenn ich dann so an weiter nach unten gehend denke, fühle ich mich sehr verkleidet. Weiß ich nicht, sagte sie mit ihren Pinguinsocken. Ist so, ne? Bin ich ehrlich. Also, es ist figurbetont, es sitzt auch schön. Der Stoff schmeichelt der Figur und betont jetzt nicht irgendwie irgendwas. Das heißt, es kaschiert mehr, als dass es irgendwelche Stellen betonen würde, die unschön für mich sind, sage ich mal. Ne? Es sitzt bei mir auch an den Hobbys ein bisschen locker, um ehrlich zu sein. Ne, da müsste ich vielleicht ein bisschen mehr was reinpacken. Genau, ja. Ich finde die Ärmel auch in Ordnung von der Länge her. Ich finde es angenehm, dass die hier so puffelig sind und ich finde es auch irgendwie schick. Aber ich finde es viel zu lang. Schreibt mir auch dazu mal eure Meinung in die Kommentare rein. Aber irgendwas stört mich da ganz gewaltig dran und ich glaube, dass es die Länge ist. So schaut der Mantel übrigens von innen aus. Ja,
Ja, es ja, sieht schon günstig aus, ne? Ich habe Bock auf Kontrastprogramm, damit ich nicht mehr aussehe wie meine böse Stiefmutter, sondern vielleicht wie die Unschuld vom Walde. Habe ich jetzt hier so ein olivgrünes Kleidchen, was sehr, sehr locker aussieht, aber halt auch so ein Gürtelchen mit dabei hat. Und ja, ne, hat hier diese Bündchen, da müssen wir gucken, ob das soweit passt. Es dürfte jetzt auch die Größe M sein. Ja, ist die Größe M38. Und das hier wäre jetzt vorne gewesen. Da hüpfe ich doch mal rein. Ja, das ist definitiv mehr mein Style, oder? Also so fühle ich mich auch mega wohl. So kann ich mir halt vorstellen, ganz normal so zur Arbeit zu gehen. Bisschen schicker. Die Ärmchen sind übrigens lang genug und die Bündchen sind angenehm von der Festigkeit her. Ich durfte mir auch eine Tasche aussuchen. Das ist diese hier. Also so würde ich safe zur Arbeit gehen. Einfach Boots dazu anziehen oder Stiefel oder Turnschuhe oder so, ne? Das wäre halt voll mein Style. Also da hätte ich auch überhaupt keine Probleme mit. So würde ich mich super wohlfühlen. Wie oft habe ich jetzt gesagt, dass ich mich wohlfühlen würde? Aber dieses Kleid feiere ich hart. Ich mag dieses Olivgrün einfach auch richtig gerne. Man darf meinen, was man meinen möchte zu solchen Kleidern. Ne? Das ist halt schon so ein bisschen sackig und sehr, sehr basic, aber ich finde es cool. Ich mag auch dieses etwas specialige, dadurch, dass wir hier halt dieses Bündchen haben. Und man kann es halt super kombinieren, eben mit einem schönen Accessoire oder mit einer schönen Kette oder mit einem schönen Halstuch oder so. Deswegen, also ich finde das irre schön und das ist tatsächlich. Ist das mein Favorite Outfit jetzt hier? Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, oder? Nee, eins kommt gleich noch. Aber ich wollte euch die Tasche nochmal von Namen zeigen. Ich durfte mir nämlich eine Tasche aussuchen und da habe ich diese hier genommen, weil ich bin halt mehr so Fan von diesen großen. Ich mag es halt einfach größer. Genau. Ich habe hier auch so ein Puffelding dran, was ich ganz süß finde. Das ist jetzt hier von Aucou Sins 1982. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Die Tasche stinkt, muss ich ehrlich sagen. Das riecht nicht gut. Die muss ich ein bisschen auslüften lassen. Genau, ansonsten kannst du hier die Länge verstellen. Das kannst du auf beiden Seiten machen, wenn man das möchte, ne? Weil ich trage die ja sowohl so ganz gerne, als auch dann halt wirklich als Schultertasche. Wenn ich dann halt meinen ganzen Klimbim da drin habe für die Arbeit, dann brauche ich halt auch wirklich eine große Tasche, weil ich einfach mein halbes Leben immer mit mir durch die Gegend trage. Cool finde ich halt auch, dass du hier einen kompletten Reißverschluss hast, der die ganze Tasche verschließen kann. Das finde ich richtig gut, weil du sie dann halt auch ein Stück weit gegen Wetter geschützt hast, sprich gegen Regen, ne? Weil wenn ich vom Auto, also vom Parkplatz bis zu meinem Büro laufe und es dann regnet, finde ich eher unpraktisch. Von innen haben wir auch richtig viele Fächer und das feiere ich hart. Also da haben wir richtig viel Stauraum. Wir haben hier halt fürs Handy was und dann für kleinere Sachen. Dann habe ich hier ein großes Fach. Wir haben ein Mittelfach, was auch noch mit einem Reißverschluss verschlossen werden kann, was ich gut finde für so ja, Slip-Einlagen und so ein Kram. Ne? Brauche ich das immer. Dann habe ich hier noch ein weiteres großes Fach und hier habe ich noch eine Seitentasche. Auch das ist super, weil die halt mit einem Reißverschluss schließt. Na, genau. Aber also dieser Geruch hier in dieser Tasche, der macht mir keine Freude. Ja, genau. Das ist die Tasche und das hier ist dann tatsächlich so ein Claudi geht zur Arbeit und fühlt sich wohl Outfit. Ja, weil das halt hier auch so locker fällt, das mag ich auch so gerne. Ne? Das kaschiert halt alles, was es kaschieren soll. Aber gleichzeitig sieht es sehr feminin aus und ich mag es leiden. Würde ich auch tatsächlich so mit Leggings tragen jetzt aktuell. Geilomat. Und jetzt kommen wir zu einem ziemlich coolen Special-Teil, mit dem ich auch sehr gemütlich diesen Haul abschließen möchte. Ja, das musste einfach sein, Leute, oder? Ich liebe es. Ja, das ist tatsächlich so ein kurzer Hausanzug, den ich mir in der Größe L bestellt habe und ich dachte, er würde noch etwas lockerer ausfallen, tut er aber nicht. Es ist so richtig flauschig, flauschig. Ich habe süße Öhrchen. Ich sehe aus wie ein Rentier. Ich feiere den. Das ist tatsächlich voll mein Ding, ne? Ich habe hier einen Reißverschluss, damit kann ich dann, ne? Rein und raus, das sollte man auch können. Und ja, das Einzige, was bei diesem Ding noch fehlen würde, wäre ein Puschelschwänzchen, was hier leider nicht mit dabei ist. Aber das würde ich dann tatsächlich auch noch ein Stück weit feiern. Und Leute, das hier
ist dann das letzte Teil von meinem Ski-In-Haul. Ja, die Arme sind tatsächlich etwas kurz, muss ich gestehen. Hochkrempeln kann ich sie auch nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Hätte ich bei einer Größe L erwartet, dass ich irgendwie ein bisschen mehr Armlänge bekomme. Habe ich leider nicht. Hätte ich dann wohl eher ein XL bestellen sollen. Das ist schade. Dann lasse ich die Öhrchen hängen. Ich feiere das Teil. Ich feiere den so hart, Leute. Ihr Lieben, das war jetzt mein Shein-Haul mit Cozy Winter Wonderland Fashion, würde ich es einfach mal nennen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen und wenn es euch auch gefallen hat, dann zeigt es mir doch einfach mit einem Däumchen nach oben, denn darüber würde ich mich auch sehr freuen, ja. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, dass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Fashion-Videos, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!